Hey, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit nicht unbedingt einer Diskussion, aber schon einem ernsten Thema, wie ihr anhand des Titels schon erahnen könnt. Und zwar habe ich ein Angebot bekommen von so einer Seite. Und jetzt frage ich mich, ob ich das Angebot annehmen soll oder nicht. Deswegen wollte ich mal nach eurer Meinung fragen, weil ich bin bisher immer ziemlich vorsichtig gewesen, zwecks Kooperation und Sponsoring und Product Placement und sowas. Und trotz der wenigen Sachen, die ich bisher angenommen habe, gibt es schon einige, die rumheulen deswegen. Was halt echt hart ist, weil bisher habe ich noch eigentlich gar nichts gemacht und die heulen bereits rum. Was eigentlich egal ist, weil es gibt immer Hater und die können eigentlich rumheulen, wie sie wollen. Das ist mir eigentlich relativ egal. Die Frage nur bei der Seite jetzt ist, und zwar nennt sie sich LG Vault, ist, dass ich eigentlich die Seite nicht supporte. Man kann dort Accounts kaufen und man kann die, glaube ich, auch boosten lassen, also so wie bei Brandon Tan. Die fangen dann Sachen für dich und sowas und Moment, ich blende das mal hier ein. Es gibt noch andere Sachen, die man machen kann. Verkaufen natürlich kann man die auch. Und wie gesagt, zum Beispiel die, da oben steht es, glaube ich, Latias und Latios fangen lassen. Also solche Sachen. Und auf jeden Fall haben die mich angeschrieben. Wahrscheinlich wegen dem letzten Video, ist aber auch schon eine Weile her, wo ich den einen Account verschenkt habe, das Giveaway. Das hat wahrscheinlich irgendwelche Suchwörter, Schlagwörter bei denen ausgelöst und dann haben die mich angeschrieben. Auf jeden Fall, wie gesagt, unterstütze ich sowas eher nicht. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich das Angebot noch annehmen soll oder halt nicht. Weil, und das geht wieder zurück auf den einen Account, den wir verschenkt haben. Mich interessiert persönlich das nicht. Ich will meinen Account selber hochziehen oder so. Aber es gibt Leute, die sich darüber freuen würden. Also die geben uns, oder die würden mir jeden Monat, und ich weiß jetzt nicht, wie lange die Zusammenarbeit halten würde, weil natürlich wollen die auch eine gewisse Leistung sehen von mir. Und nur weil ich jetzt das Video mache, also es gibt unten diesen Link dann natürlich. Und ausgehend davon, wie viele da draufklicken und wahrscheinlich auch irgendwas kaufen dort, ausgehend davon zählen sie dann, wie erfolgreich unsere Zusammenarbeit sein wird. Und ich persönlich denke nicht, dass da sehr viel zusammenkommen wird. Aber für den ersten Monat kriegen wir auf jeden Fall safe, die wir dann wieder verschenken können, auslosen können. Und ja, da dachte ich mir, genau wie beim letzten, ich persönlich habe zwar kein Interesse dran. Und jeder, der kein Interesse hat, der muss halt nicht mitmachen. Aber es gibt genug Leute, und das haben wir beim letzten Mal gesehen, die sich halt echt riesig über einen Account freuen würden. Überlege ich jetzt gerade, soll ich das Angebot annehmen? Soll ich die zwei Accounts einfach nehmen und dann verlosen? Dann haben wir hier, besser gesagt, eine Kleinigkeit davon. Und dann, wie gesagt, werden wir im nächsten Monat wahrscheinlich die Zusammenarbeit nicht weitermachen, weil nicht genug zusammenkommt. Oder falls genug zusammenkommt, dann können wir demnächst noch ein paar mehr Auslosungen, Gewinnspiele machen und dann können wir halt die zwei verlosen und zwei Leute glücklich machen, hoffentlich. So, da ist sogar ein Account drauf mit einem 100er Mewtwo. Wo ist der? Nicht der. Sag nicht, der wurde schon gekauft. Das habe ich mir letztens irgendwo angeschaut. Warte mal. Okay, krass. Ich glaube, der Account wurde sogar echt schon gekauft und zwar war da ein 100er Mewtwo drauf. 2275. Auf jeden Fall, da sind ein paar krasse Accounts drauf, so ähnlich wie der, den wir verlost haben. Aber da müssen wir uns erstmal drauf arbeiten. Wir haben zwei Low-Tier-Accounts bekommen. Ich denke, da werden sich trotzdem zwei freuen. Die würden wir dann in einem Stream, so wie immer, uns genauer anschauen. Und dann kommt die Verlosung und dann die Auslosung. Und ja, jetzt überlege ich halt gerade, soll ich das Angebot annehmen und dann ein kleines Gewinnspiel draus machen und zwei Leuten eine kleine Freude machen, oder soll ich die Finger davon lassen, weil Bot-Accounts und so nicht so toll. Genau wie der Titel sagt, ein Geschäft mit dem Teufel. Ich überlege gerade, ob ich es machen soll, ob ich es annehmen soll oder nicht. Eure Meinung dazu unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Und dann schauen wir mal, ob ich es machen werde oder nicht. Also falls ich es machen werde, demnächst zwei Gewinnspiele auf jeden Fall. Und dann ausgehend davon vielleicht die nächsten paar Monate noch mehr Gewinnspiele. Falls ich es nicht annehmen werde,
dann wird auch nichts weiter davon kommen. Also eure Meinung unten in den Kommentaren. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.